Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Academia School Simulator. Boah, ist das ein ekelhafter Name. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mal gedacht, wir spielen mal wieder eine Runde. Und ich habe gesehen, wir haben hier noch dieses hier zu erledigen. Das heißt, wir müssen nochmal 4 Planter bauen. Und ich habe hier Planter gefunden. Dann bauen wir mal welche hier. Wollen wir mal da einen hin. Und hier nochmal ein, warum nicht? Wir müssen ein bisschen schöner machen, die Umgebung hier. Machen wir mal noch einen dahin. So, das sollte eigentlich als reichen, denke ich immer. Mal gucken, ob er darauf reagiert überhaupt. Da steht immer noch 4. Okay, ist noch keiner gesetzt, wie ich sehe. Jetzt ist einer gesetzt und yes, sie haben es gepackt. Sehr schön, her damit. Meins. So, jetzt müssen wir noch 200 Leute versorgen. 200 weitere. Ich würde mal sagen, hier brauchen wir noch mehr Rechner, oder? Mal kurz gucken. Ob das passt. Ah, hier brauchen wir mehr Rechner. Definitiv. Objekte. Library? Nee. Das war. Gott, wie hieß das denn hier? Computer Lab, genau. Dankeschön. So, hopp. Wupp, 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 wupp. So, dann sollten wir hoffentlich genug haben. Mist, einer fehlt noch. Ein einziger lächerlicher PC hier. Das kann nicht wahr sein. Naja, müssen wir leben. Geben wir ein bisschen Stoff hier, damit die Chose schneller ist. Ich glaube, das ist wirklich passend. Wenn wir jetzt noch einen PC hinmachen. Das passt soweit. Das ist super. Wie sieht es mit den Werten von unseren Schülern aus? Das sieht nicht so prickelnd aus. Das wird langsam grüner hier. Das ist super, super. Und das sind meine Lieblingsschärfe. Die machen richtig gute Arbeit. Jungs und Mädels. Gut, hier können wir noch ein paar reinquetschen, wie ich sehe. Rein theoretisch. Aber ich warte erstmal das Schuljahr ab, glaube ich. Ich glaube, wir sind auch bald so weit, dass wir wieder mal... Da, bei den 16, da ist das Schuljahr zu weit. Da müssen wir dann neue, ja, neue Schüler reinholen. Oh man, nur so wenig Tage und dann ist es gerade mal gelb, ey. Macht mir ein wenig Sorgen, gebe ich zu. Aber okay. So, dann wäre das schon mal erledigt. Da müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Also ich bin eigentlich dafür... Tische könnte man dahin machen. Ja, wir machen Tische dahin. Genau. Tische. Wo seid ihr denn hier? Common Area. Das brauchen wir. Dann können wir nämlich da die Leute hin machen. Das drehen wir aber in die Richtung. So. Das wäre dann da einer. Dann kommt da nochmal einer hin. Da nochmal einer hin. Und da nochmal einer hin. Machen wir noch ein paar Stühle hin. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Leute hier Platz. Okay, dann machen wir hier noch ein paar Bänke hin. Bänke, Bänke, Bänke. Hol das aus. Da passt noch eine Bank hin. Da können wir noch eine Bank hinsetzen. Da setzen wir noch eine Bank hin. Okay. Ich blick gerade. Was wir jetzt machen könnten. Da könnten wir noch eine Bank hinsetzen, auf jeden Fall. Da auch. Da setzen wir noch eine hin. Ich hätte eigentlich gerne eine hier so in der Mitte, aber... Dann müssen wir die Pflanze hier wegmachen. Tut mir leid, lieber Pflanze, aber du musst mal kurz weg. Dich brauchen wir. Weg damit. Dann kommst du nämlich dahin. Okay, dann machen wir hier noch ein Bäumchen hin. Ja, warum nicht? Direkt dahinter ist doch schön. So muss das sein. Drehen kann man die leider nicht. Schade eigentlich. Aber so ist es halt. Okay, gut, 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 gut. So, was brauchen wir eigentlich noch hier, to-do-mäßig? Das hier müssen wir noch erhöhen. Die 200 Studenten brauchen wir noch. Na gut, dann hauen wir die ja noch rein hier. Ah ne, Quatsch, ich wollte ja hier die Tage abwarten, genau. Dann können wir mal gucken, ob das hier soweit alles passt mit der Ernährung und allem drum dran. Spaß haben sie auch noch.
Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus, soweit, so gut. Wir haben auch irgendwie keine Beschwerden mehr, so bezüglich Rowdies oder so. Ist mir so mal aufgefallen gerade. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir noch reinmachen können? College Degree, ja, das könnte man ins Büro reintun, aber ich weiß nicht wozu. Ich gebe es zu. Gut, wir können noch ein paar von denen aufbauen. So, da noch einen hin und da noch einen und da noch einen. Ja, da passt auch noch mal einer hin. Ah, ne, das ist hässlich, glaube ich. Lass mal so, würde ich sagen. Ja. Wo habe ich hier zwei Stück nebeneinander? Kann da eine weg? Ist ja Blödsinn. Okay, Toiletten, genau. Wir brauchen noch Toiletten unbedingt. Toiletten, Toiletten. Toilets, da seid ihr. Und ich brauche. Haben wir jetzt schon extra? Ne, okay. Die brauchen wir. Das war so, so. Dann setzen wir hier noch welche hin. Ich denke mal, das. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Okay, doch, das stimmt. Doch, doch, doch. Ich habe schon Angst gehabt, dass das die falschen sind. So. Dann machen wir hier noch Pessoas hin. Da noch einen hin und. Ah, das ist zu eng. Das ist blöd. Wir könnten ja rein theoretisch jetzt hier noch so eine Reihe machen. Könnte man nur welche hinsetzen. Und wir stellen sie hier einfach hin. Das geht aber. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Dann kommen hier nochmal ein paar Mädeltoiletten hin. So. Dann kommen nochmal hier welche. Kohle. Oh, wir haben keine Kohle mehr. Whoopsie Daisy. Das ging schneller, als ich dachte gerade. Die hier brauchen wir. Genau. Dann wäre das. Müssen wir es so machen? Machen wir es so. Haben wir nur zwei hin. Okay. Ich denke mal, das sieht besser aus auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall noch später Stühle reinmachen und wir müssen hier darauf achten, hier, da ist bald Tag X angekommen. Okay, ein paar Studenten randalieren noch, aber so viel ist es nicht mehr. Wie sieht es hiermit aus? Oh, 56, aber das ist natürlich super geil. Aber das wird dann in den nächsten Jahren auch wesentlich besser werden, hoffe ich mal. Wie sieht es mit den PCs aus? Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Essenstechnisch passt auch soweit, oder? Food. Da haben wir Food. Da müssen wir auch gleich mal drauf achten, wenn die Pause vorbei ist. Also, komplette Schulalltag vorbei ist. Dann sehen wir es ja, wie es mit den Werten aussieht. Aber es ist sauber. Da bin ich echt froh drum, Leute. Dass wir endlich saubere Schulen haben, ey. Heieiei, das war eine Aktion. Aber wir haben es hinbekommen. So, wie sieht es aus mit dem Werten? Food ist ziemlich unten. Ja, das passt doch. Oh, schön. Das wird langsam grün. Oh, wie geil, Leute. Super Arbeit. Echt super. Ah, das hier macht mir noch ein bisschen Sorgen. Minus 190 ist ein bisschen blöd. Aber kann man leider nicht dran ändern. Was ist mit euch denn los hier? Alles in Ordnung bei euch? Ich hoffe doch. Ja, das sieht eigentlich auch relativ schön aus hier. Wir könnten noch einen Ventilator hinstellen, aber gut so. Blödsinn. Komm, Tag. Geh vorbei. Alter, der Computerraum. Yes! Nein! Das passt nicht. Das passt nicht. Verdammt. Obwohl, ja, komm, ist in Ordnung, denke ich mal, oder? Ich denke mal, das passt soweit. Wie sieht es mit dem Essen hier aus? Müssen wir uns mal auch anschauen. Da, da, da. Ich glaube, das passt auch soweit. Ah, warten wir mal ab. Ah, da ist die ganze Bagage. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch super aus vom Platz her. Ich glaube, da können wir sogar noch welche reinschieben. Super duper, das passt also. Da bin ich froh drum. Dann machen wir auf 200. Das sind ja dann nochmal
46 Schüler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 hätten wir schon mal hier. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 30 Schüler hätten wir dann schon mal. 30 weitere Schüler. Da fehlen uns aber noch ein paar. Ich glaube, dann sollte man lieber noch das nächste Klassenzimmer machen. Das wäre dann... Moment, wie heißt das nochmal? Blueprints. Hallo? Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Quatsch. Da wollte ich drehen. Okay, Klasse, genau. Das wollte ich mal gucken. Die Junior-Klasse, genau. Die wollte ich mich als nächstes machen dann. Junior-Klasse. Sollen wir sie hier reinquetschen? Ich glaube, wir machen sie hier hin. Da kommt die Junior-Klasse dann hin. Das passt dann soweit. Wir können ja schon mal anfangen zu bauen. Bevor ich hier blöd nur rumstehe. Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Zack. 18. Okay, das hieße also bis dahin. So. So. Und dann reißen wir das hier ein. Da kommt dann eine Tür dahin. Oh, Final Exams are currently ongoing. Okay, und. Was haben wir? 60% haben wir? Ein B? Ein B, Leute! Yes! Wie schön ist das denn? Cool. Hier sieht's super aus, aber... Wo hapert's? Ich glaube, hier. Oh ja, da hapert's auch richtig. Was bekommen wir? BB, F, Delinquency. Achso, das ist das hier, die Prestige. Nee, was ist das? Keine Ahnung. Aber wir bekommen 10.000, Leute. 10.000, das ist doch schon mal nice. Gut, next school year. Das ist doch echt geil. 10.000 Aschen. Boah, das gefällt mir. Gut, und ihr bekommt einen braunen Teppich, würde ich sagen. Zack, geht die Kohle schon flöten fast. Stühle brauchen wir. Ganz viele. Okay, das wäre dann 1, 2, 3. Ja, machen wir es hier hin. Das passt soweit. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Moment mal, habe ich wirklich 18? Da müsste eigentlich noch eine Wand hin. Wie ich gerade merke. Das reißen wir mal gerade ab. So. Jetzt ziehen wir das nochmal ein bisschen weiter. Dann sollte es passen, glaube ich mal. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, sehr gut. Wie viel haben wir denn da überhaupt? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. 8, 16 hätten wir dann. 24. 30. 38. Ich glaube, das bekommen wir hier. 46. Ja, das passt soweit. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Gut, dann brauchst du noch das Teil. Brauchen wir noch. Und wir holen noch hier Lehrerzimmer. Lehrerzimmer, genau. Das Teil. So, dann müssen wir nochmal hier rauf. Der Teppich ist um ehrlich sein pottenhässlich, finde ich. Okay. So, die Zone. Junior. Ach, da habe ich die falschen Wände gebaut. Ich hab's doch geahnt, ey. Verdammt. Die brauchen wir doch, oder? Was? Ne, das waren die. Gut. Halt, das reißen wir erstmal ab hier. So, haben wir Kohle wieder bekommen. Wollen wir Speed machen. So, komm, mach weg. Die ganzen Schmodder. Dankeschön. Und dann nehmen wir hier das Grau, bitte. So. Und so.
Da haben wir das auch. Wunderschön. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Das müsste hier bei Bild sein, glaube ich. Jupp, da ist sie sogar schon. Okay. Oh, die Zone müssen wir noch ein bisschen erweitern. Klasse Junior. Das kommt noch dazu. Ja, das passt dann soweit alles. Bis auf die Mauer. Oh, die Mauer ist ja schon gezogen. Okay, da müssen wir jetzt ein paar Schüler holen. Wann kommen die? In 2 Tagen. Junior. Wie viel waren das jetzt nochmal, verdammt? Wieso geht die jetzt da hin? So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48 Leute brauchen wir. Alter, Walter. 48. Stolzer Preis. Warum ich überlebe das? 48 davon. Und Freshman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Dann machen wir hier ein bisschen weniger. Mach schon mal 40. Wieso, warte mal. Wieso sind jetzt hier Schüler? Ich verstehe es nicht. Moment mal. Wir haben schon 22 Junior. Warum mit dir auf einmal her? Okay. Moment mal. Wir haben 48 und brauchen wir 36 hier. Okay, da hätten wir das schon mal. Dann haben wir 12 Freshmen. Dann hätten wir 48. Ja, dann holen wir hier nochmal 10 Leute rein. Passt das denn mit 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Das passt soweit. Gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall Freshmen. Brauchen wir noch ein paar Stühle. Wo haben wir denn die Klasse und Zimmer da? Stühle brauchen wir 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, haben wir das schon mal. Dann gucken wir mal. Wir haben Moment, Sophomore. Da haben wir 10 eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Machen wir 12, komm. Die paar mehr jetzt. Gut, wir haben jetzt hier noch 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Wir hätten 26, hätten wir da Platz. Dann müssen wir hier nochmal 12 weniger machen. So, wir haben 12, 24, 50, genau. Okay, gut. Dann sollte das passen soweit. Denn klasse, das müssen wir auf jeden Fall vergrößern. Boah, wir haben 63.000. Nicht schlecht. Oh, wir brauchen auf jeden Fall ein großes Klassenzimmer für... Das ist die Sträflingsbarrikade, glaube ich. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen Lehrer. Einen besseren. Dann nehmen wir hier... So, was haben wir denn da Feines? 98, 2 Stück. 1, 2, 3 hätten wir da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, da haben wir auch noch jemanden. Nee. Warte mal. Holen wir dich. Okay, dann hatten wir auf jeden Fall schon mal... Wen haben wir denn noch nicht... habe ich nicht eingestellt jetzt? Ups. Ich habe auf Find More geklickt, ich Idiot. Ah, ich habe ein bisschen drauf achten sollen. 1, 2, 3. Der ist nicht so dolle. Das sind auch nur 3. 1, 2, 3. Gibt es keine besseren? Nee. Komm, Find More. Mann. Was ist das für ein Crap? Das sind ja nur die größten Drahtüten hier. Oh, da haben wir einen Vierer. Den nehmen wir. So, da hätten wir das schon mal. Hallo, ich hab doch...
Hab ich nicht. Wieso geht das nicht? Hä? Wieso kann ich dich nicht holen? Was soll der Mist? Irgendwie bin ich gerade ein wenig überfragt, was der Schrott soll. Warte, vielleicht so? Hä? Wieso geht das nicht? Ich kann mir keinen Lehrer kaufen. Kann ich mir den billigeren holen? Dazu ich auch mal ausprobieren. Vielleicht liegt es daran. Hilfe! Und so ein Einser? Geht der? Geht auch nicht. Hey, was soll der Mist? Wieso kann ich mir keine Leute mehr holen? Als Lehrer. Moment mal, ist der vielleicht der Raum zu klein? Könnte das sein? Ich mach den mal größer. Mal gucken. Dann machen wir hier einen Gang. Und hier machen wir dann den Eingang für das Lehrerzimmer. Und das wird ungefähr, sagen wir mal, so groß. Warum klappt das auch Zone? Das war dieses. Wo ist es? Faculty, da ist es. So. Objekte, Faculty, Faculty, Verzeihung. Da kommt das hin. Ich glaube, brauche ich wirklich nur einen? Ich habe keine Ahnung, was das so bedeutet, was das ist, aber. Ich glaube, es war Verschwendung, was ich jetzt gemacht habe. Wir gucken mal. Ob es wirklich der Fall ist. Oder nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal einen neuen Boden. Hoppla. Klick geht's. Den hier. So, dann hätten wir das. Da kommt auch noch ein Boden hin. Da natürlich auch. Die Tür kommt dann da hin. Machen wir hier die Doppeltür hin. Warum auch nicht? Und dann machen wir das hier wieder zu erstmal. So, dann hätten wir das. Die kommen auch dahin. Gut, dann hätten wir das soweit. So, wir sitzen mit den Werten von Studenten aus. Ach, die fangen wieder vom Wert von vorne an. Aber warum ich noch keine Lehrer leisten kann, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Moment mal, ich mache mal gerade einen Neustart von dem Metall. Vielleicht hilft das ja. Okay, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Teachers, die. Klappt nicht. Es klappt nicht. Und ich weiß nicht warum. Warum kann ich mir keinen neuen Arbeiter holen? Ist das irgendwie ein Grund? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Lass uns doch mal das Ding hier fertig bauen und dann mal gucken, ey. Was der Mist soll, ey. Hat ein Mist. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Sehr, 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 sehr seltsam. Ich bin ein wenig überfragt. Ich gebe es zu. Aber, naja, okay. Das Ding ist jetzt ready to go. Also wir können euch echt keine neuen Leute holen. Warum auch immer. Find more, vielleicht klappt's dann. Ich glaub's zwar nicht, aber. Oh Gott, sind die schlecht jetzt. Ach, warum nicht? Geht nicht. Es funktioniert einfach nicht, Leute. Ich weiß nicht warum. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht liegt es an meinem Stats, aber daran liegt es eigentlich nicht liegen. Oh Mann, 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 das können die nicht lernen, das ist echt Scheibenkleister. Die sollen morgen kommen.
Naja, Leute, wenn ihr irgendwie Bescheid wisst, woran das liegt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wird mich echt, wird mir sehr helfen. Ansonsten vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super drüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.